Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Create Live. Und heute in diesem Video werden wir die Base vom Nachbar wegrasieren, also genauer gesagt den Keller. Clip is incoming. Und wir werden, ich muss was kompensieren, unten im Keller in der letzten Folge der Bohrer, der hat voll angebrochen, das Ding wegzubuddeln. Wir werden den Bohrer im Keller verdoppeln. Das heißt, der wird etwas länger werden. Und da müssen wir gucken, dass wir vielleicht ein bisschen mehr ausbuddeln. Wir wollen nämlich eine Stadt unter der Stadt bauen. Und deswegen müssen wir da ein kleines bisschen mehr aushöhlen und ausgraben. Und da machen wir uns mal ran. Aber das geht nur mit einem größeren Bohrer, würde ich sagen. Das heißt, wir rasten komplett heute aus. Wirklich komplett, komplett. Und dann sage ich schon mal, viel Spaß mit dem Video. Heute geht es mal wieder mega. Let's go. So Leute, da wir in der letzten Folge auch schon ordentlich Bohrer gefahren sind, werde ich das vielleicht in dieser ein bisschen skippen. Wir haben ja hier schön Platz geschaffen, aber... Ja, Klim hat mir gesagt, wir wollen auch noch eine Stadt unter der Stadt bauen und dafür müssen wir jetzt ein kleines bisschen planen. Und der Gedanke ist folgender, schaut mal, vorne ist bereits eine Schleimfarm am Start. Und hier ist mehr oder weniger so der Bereich unterhalb der City. Das heißt, wenn ich jetzt mal bei den Vertical Chunks, kann ich hier... Wie kann ich denn jetzt hier das Ganze rückgängig machen, dass ich hier... Okay, wir können jetzt so ein kleines bisschen gucken, ne? Wir sind jetzt hier so am Ansatz von dem Berg. Und hier unten war die Schleimfarm. Das heißt, diesen Bereich hier müsste ich jetzt ausheben. Und das ist schon ein recht großes Ding. Ich würde mal anfangen, jetzt hier mit Minenschächten entlang gehen. Und wir machen auch Folgendes. Wir werden diesen Bohrer mal in eine Schematik einspeichern, damit wir den ohne Probleme wieder aufbauen können, falls der mal kaputt geht oder auch gerne einen zweiten von so großen Bohrern und einen dritten und einen vierten und eine ganze Bohrerarmee werden wir, na mal gucken. Also wir werden auf jeden Fall ganz auf Größenwahnsinnig jetzt den kompletten Untergrund ausheben. Ich denke mal, das wird ganz geil. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie wir das am besten markieren. Ich würde sagen, unten von der Torch, nee, also... Bis hier hinten hin. Habe ich Hilfsblöcke zu platzieren? Nein, habe ich mal wieder nicht. Man reiche mir ganz kurz ein paar Hilfsblöcke. Und das wird so krass aussehen, Leute. Achso, warte. Ich brauche noch mehr Blöcke als auch nur die hier, oder? Bestimmt. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen... Man gibt mir mal ein ganz kleines bisschen Stein und dann werde ich das als Hilfsblock nehmen, um die Schematik einzuspeichern von unserem Mega-Mega-Bohrer. Okay. Oh nein, ich habe das Förderband. Ups. Das ist ja immer so schnell kaputt gehen. Manchmal ist es ein Fluch, manchmal ist es ein Segen. Gerade war es ein Fluch. So, dann würde ich sagen, 42 Steine habe ich. Und dann nehmen wir mal mit dieses Teil hier. Okay, wir müssen diesen Stein von ganz hier oben nehmen. Würde ich sagen, Copy and Paste. Ja. Das heißt, von... Na, kann ich da... Wieso kann ich denn nicht hier das auswählen? Dann mache ich es halt nicht. So. Diese Fläche, damit hier die Extractor mitgezogen werden. Ja, von ganz oben links. Und dann gehen wir mal nach ganz hier unten hin. So. Und hier muss ich ja nur bis zu dem Bohrer ran. Bis hier hin. Zack. Und ich denke mal, das habe ich alles eingesammelt, ne? Glaube, ja. Dort sind noch ein bisschen Cobblestone drin, was so ein bisschen halt die Brücke ist, wo das Ganze drauf ist. So, wir gucken jetzt gleich mal, wie das aussieht. Oh ja, dann haben wir den Bohrer einfach ein... Ja, finally. Ich habe immer gedacht, ich muss super aufpassen, damit er nicht kaputt geht, weil man muss ihn jedes Mal aufbauen. Das hat irgendwie ziemlich lange auch gedauert. Aber wenn wir das mit der Schematik machen, ist das schon wieder GG. So, dann haben wir in der Mitte auch eine Station. Wir haben Schienen, wir haben Rails mit drin. Wir können auch... Ja, da ist halt jetzt so ein Dioritblock, der wird ultra nerven beim Bauen. Deswegen schaffe ich da mal für Abhilfe, indem ich hier kein Dio... Oh, Limestone ist auch da. Verdammt, das Ding steht auf Limestone. Warum? Also auf, da mache ich mal kurz den Redstone Block weg. Sammle auch mal diesen Card Assembler ein. Und dann werde ich mal für den Anfang einfach nur, damit es jetzt gleich passt... gegen einfache Blöcke austauschen. So, dann machen wir hier die Schienen weg. Dann mache ich den Limestone hier weg. Packen wir Cleanstone hin. Überall. Und schon habe ich ein Problem weniger. Und das wird jetzt eingespeichert als Struktur.
Und dann machen wir eine ganze Armee von diesen Bohrern. Und diese wird uns unten ganz entspannt den Untergrund aushebeln. Oh ja. Ich hoffe mal, dass wieder eins von diesen crazy, absolut bekloppten und verrückten Projekten. Ja. Und dafür sind wir auch da, damit wir absolut krasse und bekloppte Sachen machen. Dann haue ich nochmal hier die Cobblestones weg. So. Da machen wir auch Cleanstone hin. Oder brauche ich da überhaupt irgendeinen Stein? Eigentlich brauche ich da gar nichts. Nee, ich brauche da gar nichts. Da darf Luft drin sein. Das reicht vollkommen aus. Genau. So, und jetzt habe ich hier das Ding. Okay, ich denke mal, das ist gut eingespeichert. Ja, 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 ja. Das komplett unten. Bohrer ist hier drin. Die Extraktoren sind auch hinten drin. Mal wieder ganz gut. So, speichern. Enter Name for Schematic. Bohrer. 1. Mach einfach Bohrer 1. Safe. So, jetzt wird das Ding gespeichert als Bohrer 1. Und dann müssen wir das... Warte mal, wie ging das jetzt als nächstes? Wenn das gespeichert ist, dann brauche ich eigentlich jetzt hier den... Skylake Table? Also die Kanone brauche ich ja nur zum Platzieren dann, aber ne? Bohrer 1 NBT, das hat funktioniert. So, und dann gehen wir mal hier rein. Was, dann müssen wir da irgendwas machen? Empty Schematic, da Bohrer 1. Muss ich eigentlich mit diesen Schematics jetzt noch irgendwie was machen? Nee, wenn ich das hier draufschreibe, Bohrer 1, okay. Jetzt habe ich hier ein Bohrer 1 drin. Und wenn ich das hier in die Kanone reinhaue, ne, dann würde das schon funktionieren. Okay, nee. So, dann haben wir den Bohrer jetzt eingespeichert. Und das ist aber auch nur für den Notfall, ja. Das heißt nicht, dass wir das brauchen und unbedingt behalten sollen, sondern das war jetzt nur erstmal für den Notfall, für den Fall des Falles. Gut, und dann würde ich jetzt mal sagen, ich lege mal los und sorg mal dafür, dass wir Minenschächte haben, die zumindest bis nach hier hinten connecten und die jetzt diesen Untergrund hier verbinden. Wenn ich auch Fackeln setze, müssten die Minenschächte ja ausgeleuchtet sein. Ne? Dann kann ich genau sehen, wo ich schon lang bin. Und dann würde ich mal hier lang gehen und alles mit Minenschächten durchziehen und dann gibt es eine riesengroße Bohrersession und wir buddeln das alle. Und das würde ich so sagen, ist die Aufgabe des heutigen Streams und daraus machen wir jetzt geht auch eine Folge. Also, kurzer Schnitt und dann seht ihr den nächsten Fortschritt. Gut, Leute, nächste Geschichte. Ich habe den jetzt einmal hier langfahren lassen, nach ganz hinten. Dann gab es ein paar Complaints, weil der ziemlich viele Lags verursacht anscheinend beim Fahren. Ich bin nicht allein auf dem Server, da muss ich ein bisschen gucken. Ja, aber die Strecke hat sich erstmal hier jetzt durchgebohrt. Und währenddessen haben wir noch was anderes festgestellt. Ich habe doch im letzten Video auch Holzkisten eingesammelt per Zufall und so wie es aussieht, habe ich RGBs Lager weggeschreddert. Also es war nicht wirklich viel, Keller weggeschreddert. Da gibt es einen Twitch-Clip, vielleicht denke ich dran, den hier einzubinden, deswegen hier kommt er mal eben. Kontrolliere ich das mal. Ich gehe gerade runter. Ja, oh, ich sehe dich auf der Minimap. Du bist gefährlich nah, gefährlich nah. Ist noch alles da? Und? Ich geh runter, eine Chest ist noch da und danach ist ein riesiger Lava. Ja, das war mein Keller. Alter Spark, was hast du gemacht? Da muss ich mal vorbeikommen. Ich wollte gerade sagen, wir pranken dich jetzt und sagen, hier ist tatsächlich alles weg, aber wir brauchen dich gar nicht zu pranken, hier ist alles weg. Es tut mir leid, es war nicht geplant. Ja, kann das wegklippen? So, okay, war ultra witzig. Passiert. Mal gucken. Das ist auf jeden Fall auch wieder ein Clip für Instagram. Leute, ja, dann war zum Glück nichts Wichtiges. Ich habe mir nochmal angeguckt und der hat einfach ein paar Kisten gehabt mit ein bisschen kleinem Zeug drin. Aber ja, als nächstes habe ich jetzt hier mal den Bohrer daneben gesetzt und den werden wir jetzt nochmal nach unten verschieben. Wir können jetzt hier mit Shift-Rechtsklick nämlich noch die Höhe einstellen und wenn ich die einfach mal auf Höhe 6 runter mache, so, dann sollte das fast hinhauen. Einen noch, Höhe 5, weil 5 ist immer die Bedrock-Ebene. So, passt das. Und jetzt müsste der hinhauen. Wenn ich jetzt mal ganz kurz hier wegbaue. Ja, genau, okay. Dann würde der hier genau so hingesetzt werden. An die Stelle. Und darf ich vorstellen, das wäre der neue XXL-Bohrer von der Breite. Dann müssten wir allerdings gucken. Stopp.
Wir müssen den noch um 1 versetzen, glaube ich. Das heißt, wir müssten. Ja, wir müssen noch mit einer Lücke dazwischen lassen. Auf minus 71 würde ich sagen. So. Damit hier nämlich jetzt das Minecart-Pferd und das symmetrisch ist. Dann hat er nämlich jetzt 11 Blöcke nach links und 11 Blöcke nach rechts. Hier in der Mitte, das werde ich dann fusionieren. Da kommt es auch weiter. Hier einfach Chassis hin, bloß Kiste dran, alles Mögliche. Die Deploy hier kommt weg, da kommen dann auch Kisten dran. Und dann läuft das doch. Da müssen wir gleich mal gucken, was jetzt hier unser System alles haben will. Ich würde sagen, Extractor braucht die Kiste wieder, die ganzen Bohrer. Ich habe hier ordentlich Bohrer gecraftet. Ich habe Linear Chassis um die ja, 100 irgendwas, 150 auch wieder und auch über 150 Bohrer. Ich hoffe mal, das reicht. Schauen wir mal. Aber das ist erstmal so das Ding und das kommt jetzt in die Schematic rein und die wird uns eventuell gleich ansagen, ob das so funktioniert. Aber da muss ich noch ein Buch holen. Ja, wir müssen ein Buch mit den Zutaten holen. Buch holen für die Zutatenliste, so rum. Und das sagt uns dann, wie viel wir von allem brauchen. Und dann schnapp ich das mal und wir gucken mal. So, Leute, wir haben das Buch am Start. Ich habe einmal durchgejagt. Wir brauchen jetzt erst, oder ich tue erstmal alles rein, was wir haben. Alles rein. Wir brauchen Kisten, würde ich sagen. Extraktoren. Das waren so die wichtigsten Sachen. Und ich kann bei unwichtigen Blöcken, die wir nicht unbedingt brauchen, die ja bei Skip einstellen. So. Jetzt haben wir Block of Redstone. Können wir uns sparen. Können wir uns sparen. Können wir uns sparen. Können wir uns auch sparen, theoretisch. Können wir uns auch sparen oder nicht. Torch 12 können wir uns sparen. Aber die wichtigsten Sachen haben wir tatsächlich. Ich schmeiß trotzdem mal Torch Stone rein. Soweit so gut. Ja, die ganzen Kleinigkeiten halt. Ne? Gunpowder muss das Ding natürlich auch haben, damit es betriebsbereit ist. Material Checklist. Schienen habe ich oben gelassen. Aber die Sachen brauchen wir nicht weiter. Okay, dann würde ich sagen, das reicht eigentlich schon für den Aufbau. Und dann drücke ich einfach mal gleich auf Start. Das reicht. Hier steht, don't replace solid blocks. Doch, solide Blöcke sollen replaced werden. Replace solid with solid. Replace solid with any. Replace solid with empty. Ja. Und damit können übrigens auch dann die Lava entfernen unterirdisch. Dann mache ich einfach eine riesige Fläche, die eine riesigen Void-Schematic, also wo nur Luft ist. Und dann kann ich das unten drin platzieren und die kompletten Lava-Seen weghauen. Das möchte ich auch nochmal testen. Können wir mal schauen. Skip Missing Blocks, das können wir machen. Und Projectile, okay. Dann würde ich sagen, go. Boom, Kanone. Genau, die schießt jetzt unten in den Boden rein. Und die, replaced solide Blöcke mit nicht soliden. Man sieht es jetzt nicht, weil das halt genau daneben ist. Und ich habe jetzt einen Block Abstand hier, wie gesagt, drin. Genau. Ja, genau, Kanone, schieß mal den Boden rein. Mach das mal. Schieß einfach mal den Boden rein. Bau mir den Bohrer auf. Besten Dank. Und ich hoffe mal, das passt jetzt gleich alles. Ja, ist ein bisschen unspektakulär. Ich warte mal, bis es fertig ist. So, Leute, ich habe ein bisschen Begleitung dabei. Blizzard und AGB wollen auch bei der Jungfernfahrt zuschauen. Ich muss hier nochmal die Schienen verlegen, ein bisschen nach hier außen, weil ansonsten hätte hier auch hier die Endstation mit abgerissen. Das wäre ungünstig gewesen. Wir schieben das Minecart mal los und ich hoffe, alles klappt. Ich habe hoffentlich an alles gedacht. Let's go. Ich bin sehr er fährt gut. Los. Oh. Ui. Oh ja, er funktioniert. Okay. Sieht gut aus gerade? Sieht gut aus. Sieht, also wie gesagt, für das langsam erstmal vorne lang, ein paar Ecken, wo noch weggemacht wird, so also gut. Du beleuchtest damit ja sogar noch aus hinten. Ich habe einfach aus Gag unten Fackeln dran gesetzt. Eine hing dran, jemand hat es getriggert, dann habe ich überall welche dran gehängt. Hm. Aber die leuchten, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel Light Level sollen. Nee, ich glaube auch nicht. So. Und das ist einfach so infernal. Das sieht okay. Ja, ich habe hier hinten zwei Blöcke Abstand gelassen, damit wir hier genau an diesem Ding hier absägen. Also hier theoretisch wird noch mit weggebohrt, wenn er mit zurückkommt. Da müssen wir gleich mal gucken. Es ist ein bisschen laggy, aber er ist gerade nicht unter Vollbeschäftigung. Er ist nur unter halber Last, ne? Weil der eine Gang ist ja schon vorgegraben. Das ist eigentlich recht schnell. Das muss man sich mal von unten geben. Aber ich muss jetzt gleich mal nach oben nochmal, um oben Fackeln zu setzen, weil dann kommen wieder Mobs und alles. Ja, jetzt hast du Silberfische und so. So viele Silberfische wieder freisetzt. Oh, stimmt. Ja, ja, ist noch ein Bergbiom hier. Oder ein bisschen. Ja, muss mal gucken. Ich laufe aber wirklich oben hinterher. Unten ist die beste Sicht. Jo, okay. Er ist lang gefahren, perfekt. Unten ist halt die beste Sicht, so. Dann, oh, mega leck. Leck. Nichts Ekelhafteres, wenn du hochkommst, oben rennen Mobs rum.
Aber er hat wohl irgendwie Blöcke ausgelassen. Ja, das liegt daran, wenn der sich dreht. Also wenn der wendet so ein bisschen oder sich in der Seite dreht, dann lässt er Blöcke aus. Beim Rückfahren baut er wieder einen Teil davon ab. Also du kannst so einen Bohrer 5-mal, 6-mal, 7-mal, 8-mal, 9-mal, 10-mal dieselbe Strecke fahren lassen. Der bringt immer wieder neue Blöcke zurück, selbst wenn eigentlich kaum noch was da ist. Weil der einfach an den Ecken, wo der wendet, immer nur so ein bisschen was abbaut. Auch geil. 5-mal dieselbe Strecke fahren, gleich Profit. Das ist cool. Ja, ja, jetzt ist es schon ein ganz anderes Level hier oben, wo ich ausleuchten muss. Ein ganz anderes Niveau. Erstmal Vollzeit mit Ausleuchten beschäftigt. Oh mein Gott. Ja, Leggy ist auch immer. Ja, zum Glück hält der Server das locker stand. Aber mal schauen, wie lange. Oh, jetzt wird's interessant. Also ich habe so eine Zwischenebene gemacht, damit wir da zumindest ran zum Stopfen können. Solange das Minecart in der Mitte nicht beschädigt, also das ist halt wichtig nachher. Aber solange das Minecart in der Mitte nicht beschädigt wird, passt das. Ja. Ja, ich habe keinen Platz im Inventar tatsächlich gerade, um da zu stopfen. Der wird auch gefahrlos wieder zurückfahren, denke ich, das passt. Also ich könnte, ich habe eine gute Idee. Ich könnte theoretisch die Decke stopfen mit meiner Waffe. Replace-Mode am besten nicht. Oh. Mach ich mal hier dagegen. Ah, lol. Ja, oh mein Gott, ich mach mal so ein Ding. Ich mach mir safe so ein Ding. Am besten noch direkt im Anschluss. Ich habe gedacht, das ist irgendwie so special, dass man das. Warum guckt kein Enderman her? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht er verfolgt dich aus dem End. Aber das ist schon echt Luxus. Ja. Dann da nochmal lang. Also ich habe vergessen, wenn das Ding jetzt gleich zurückkommt, dann muss ich jetzt nochmal eine Schematic einscannen, damit ich das jederzeit wieder aufbauen kann für den Fall, dass mal wieder irgendwie was passiert oder so. Das ist eine gute Idee. Yep. Ich habe den kleinen schon eingescannt, den großen müssen wir auch nochmal ganz dringend abspeichern. So, wenn die so Gravel runterfällt, bei der Rückfahrt sammelt den halt wieder ein. Das ist ganz gut. Ey, was für eine Fläche. Und unten drunter ist Mobmania. Ja. Also so. Ich denke, hier sollten wir erstmal ein paar Minuten stehen, bis die Items diesmal. Wir können auf der Journey Map gucken. Ah, ich schätze mal, der Bohrer muss, glaube ich, nur 7 oder 8 Mal oder 9 Mal fahren und schon ist die komplette Stadt unterhöhlt, ne? Ja. Der ist ja 23 Blöcke. Und wenn du den nur 10 Mal fahren lässt, hast du ja 100 Block breit, 200 Block breit wegrasiert. Das ist schon krass. Also wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass darunter keine Monster spawnen dürfen. Ja, ich kann halt nur als eine Person einmal hier oben drüber rennen und ich mache zuerst das eine, dann das andere. Unten gibt es auch voll viel von diesen kleinen Viechern da, die diese Items tragen, die sich dann verziehen. Muss mal gucken. Ah, stimmt, die Stonelings. Ja. Ich glaube auch gerade, der Board kann an Obsidian, ne? Deswegen braucht er so lange. Wenn er an Obsidian baut, dann braucht er eine Weile. Okay, dann würde ich einfach mal durchfahren lassen und dann jetzt einen kleinen Cut, dann gucken wir mal, was das alles mitbringt. So Leute, Boris zurückgekommen. Es hat ewig gedauert, bis sich das Obsidian durchgehäckselt hat. Und der entlädt sich jetzt. Sollte aber auch nur so viel Beute bringen, wie normaler Bohrer immer auch. Und wir können mal runtergucken. So sieht es jetzt hier hinten aus. Fertig, bis komplett nach hinten. Und die sind einfach richtig fette Lavaseen gewesen, deswegen. Ja, und gleich wieder zurück hier am besten. Wir werden jetzt noch ein paar Mal entlang fahren lassen, hier würde ich sagen. Und eine riesige Fläche ausarbeiten. Oder bin ich jetzt angelaufen? Eine riesige Fläche ausarbeiten, damit wir eine neue Stadt reinkriegen. Und dann baue ich so ein Ding nochmal, halt 16 Blöcke oben drüber und dann machen wir nochmal denselben Bereich. Ich glaube, es dauert nicht so allzu lang, aber muss mal gucken. So wird erstmal so ein Zwischenschritt. Aber er funktioniert. Kein Fail bisher passiert. Wunderbar. So, Leute, wir sind wieder an einer neuen Stelle. Der Bohrer ist hier halt jetzt 2-mal durchgefahren in vollster Breite. Und ja, Glüm hat gesagt, wenn ich schon mal da bin, dann kann ich auch die Slime-Farm mal mit rasieren. Das ist doch schon ganz nice. Und dann habe ich jetzt mal, also hier ist auch schon angefangen zu quarryen und alles mögliche. Aber ich würde mal den Bohrer halt jetzt die Strecke fahren lassen. Der macht das halt ruckzuck fertig. Hier ist ziemlich viel Obsidian verteilt. Da würde ich den Bohrer mit lauter Power-Drails drüber leiten. Ich habe hier ganz viel platziert. Und hier habe ich die dritte Rail gesetzt. Mal ganz kurz gucken, also hier übelst wie Power Rails, damit er zügig durchfährt und hier ist er schon ein bisschen vorgebaut. Da gehe ich jetzt mal die Strecke zurück, ihr könnt auf der Journey Map gerade sehen. Hier an der Seite bin ich jetzt noch einmal entlang, ein großer Tunnel und dann werden die Restarbeit noch hier unten an dieser Seite ausfüllen, weil wir mal nach oben gehen. Hier sind wir schon unter dem See vom Staudamm und das ist schon ganz gut, wenn ich jetzt hier noch den rechten Bereich mache. Aber heute in dieser Folge haben wir schon richtig großen, ich will nicht wissen, wie viele Blöcke es sind. Leider kann ich die nicht zählen,
aber es sind etliche tausende Blöcke, die wir abgebaut haben. Und wir schicken ihn nochmal los. Ich bin auch gerade wieder auf dem Server, das heißt, ich kann jetzt hier Lags verursachen, so wie ich will. Hauptsache, ich stürze nicht ab. Mal gucken. So, alle paar Blöcke haben wir Powered Rails. Ey, wie weit ist das eigentlich? Und ich habe vorne am Bohrer noch was modifiziert. Übrigens, hier unten ist, bin ich wieder an dieser, unter meinem Plutoniumreaktor. Da oben geht's hoch zu meiner Base. Da oben sind meine Kloräder. Kann ich mal vorbeigehen, hallo sagen. Also ich hochkletter. Ja. Also, all die es vielleicht nicht gesehen haben, wie wir eigentlich so die halbe Stadt powern. Und die halbe Stadt wird gepowert mit, ja, den Windmühlen hier drin. Ich meine, es funktioniert auch, aber nur so nebenbei. Das sind maximale Windmühlen. Nach rechts, nach links, hier geht's ab. Und wenn das hier stillsteht, dann ist die halbe Stadt oder fast die ganze Stadt ohne Saft. So, dann gehen wir da rüber. Na, das da vorne kommt mir gerade nicht in die Quere. Das können wir lassen. Gehen wieder zurück und dann Bohrer fahren. Einmal vorne um die Ecke und wir starten ihn auch. Ich muss wieder tonnenweise Fackeln, habe ich dabei, in die Hand nehmen. Und ich habe, ich glaube, 6 Stacks oder die 8 Stacks Torches dabei. Hier können wir richtig ausleuchten. Mit dem Rest werde ich dann vielleicht mal unten noch irgendwie ausleuchten bei Zeiten oder so. Gut, hier gibt es noch ein paar Stellen, wo es auch ein bisschen zu dunkel war. Hier, glaube ich, um den Tresen Mobs gespawnt. Und dann baue ich mal den Redstone-Block ab. Besten Dank. Modifizierung habe ich gemacht. Ich habe jetzt hier 2 Deploy übereinander gestellt, mit der schneller entlädt. Also doppelt so schnell hat. Und hier vorne hat den schon auch 2 Kisten und einfach eine. Die droppen das hier beide aufs Band. Ich habe überlegt, das zu verlängern, aber kann ich auch knicken. Ist ja egal, ob ich es verlängere. Weil der wird ja am ersten Transposer stehen bleiben. Und deswegen, egal. Gut, dann haben wir alles, Leute. 3, 2, 1, let's go. Wir fahren das Minecart hier durch. Start. So, und jetzt wird's. Der übelst durchgespeedet und übelst die Mobs weggefetzt. Ja. Dann lassen wir den mal wieder ein bisschen bohren und Zeug rauswerfen und ich mache mich an den Ausleuchtejob. Aber ganz kurz. Nee, da sind noch Fackeln, ich wollte gerade sagen. Gar keine Fackeln sind. So, ultra satisfying, aber das dort auch wieder ein bisschen jetzt. Hallo. Und die Lags gehen wieder los. Und die Silberfische gehen auch wieder los. Der kann ja, nur mal so um es mal so mitzurechnen, ich habe über 300 Bohrköpfe da. Bin ich mir so circa. Ich habe es nicht ganz ausgerechnet, aber ich glaube, wir haben. Jo, oh, da stand ich im Weg. Der hat über 300 Bohrköpfe da. Das heißt, jedes Mal, wenn der einen Block vorfährt, baut der 300 Items ab. Und wenn wir hier oben sind, bei XY16, X-111, 115, boah, wird nicht richtig angezeigt, ne? Z-97, hier haben wir Z plus 87, also, naja, vielleicht mit ein bisschen mehr, 200 Blöcke, ist allein die Länge hier. Und dann rechnen wir aus. 300 Blöcke, 300 mal 200. 60.000, warte mal ganz kurz. Kriegst du im Kopf richtig hin? 300 mal 200. Ja, 60.000. Überschlagen, glaube ich, oder? Vertue ich mich gerade? Ja. Der wird jetzt 60.000 Blöcke abbauen, indem er einfach nur die Strecke einmal entlang fährt. Yep. Das heißt, nur die Strecke von hier oben sind 60. Ich habe heute in dieser Folge habe ich 180.000 Blöcke geschätzt abgebaut mit dem Bohrer. Allein in diesem Video, wir haben 180.000 Blöcke abgebaut. Das ist schon mal eine Leistung, würde ich sagen. Und wir bauen ja noch mehr ab vorne. Die Slimefarm wird jetzt mit wegrasiert. Das heißt, da ist ja auch noch mal ordentlich Blöcke am Start. Dann habe ich zwischenzeitlich hier auch nochmal andere Sachen weggemacht. An der Seite hier vorne ein bisschen was. Ich würde mal mich aus dem Fenster dehnen. Ich habe auch nur ganz grob überschlagen. Das ist auch vielleicht ein bisschen mehr. 200.000 Blöcke in einer Folge. Okay. Das, würde ich mal so stehen lassen. Das ist schon wild. Also hatte ich noch bisher in keinem Video gehabt. 200.000 Blöcke in einer Folge, circa. Wie gesagt, wir haben es nicht ausgerechnet, aber mal so grob geschätzt. Alles klar.
Ja, Silberfisch, ich weiß, du bist da. Und ja, jetzt gehen die Lags auch wieder richtig los. Jetzt gehen die Lags wieder richtig los mit den ganzen Items. Dann müssen wir mal... Oh, es ist einfach satisfying. Es ist einfach satisfying. Übel satisfying. Wir können auch gleich nochmal unten dann reingucken, wie es da aussieht. Wir werden wieder auf Obsidian stoßen. Gibt es keinen Weg zurück. Da braucht ihr wieder ein bisschen länger, aber aktuell kommt er gut voran. Her mit den Torches. Ja, das sind, überlegt mal, wo soll ich denn diese ganzen Steine speichern? Das kannst du vergessen. Ich kann auch keine 200.000 Blöcke speichern. Das ist gut, dass ich die wegwerfen. Einfach weg. Und das war ja nur die Fläche hier. Ihr müsst mal bedenken, das hier sind 200.000 Steine. Dann sind das hier oben bestimmt auch nochmal 200.000. Also wenn das 200k Steine sind, das hier oben auch safe 200k Steine. Wir haben bald eine halbe Million vielleicht abgebaut an Blöcken. Eine halbe Million Blöcke. Also wenn du in irgendeinem Modpack bist oder so, wo du so Blöcke produzierst, dann geht das immer recht fix, ne? Hast du mal eine Million im E-System oder so, aber fast Vanilla. Ohne irgendwie Item-Generierungssachen, sondern wirklich abgebaute Blöcke. Rekord. Da haben wir noch kein Projekt gemacht. So, und hier unten ist jetzt Obsidian. Ja. Das wird ein bisschen dauern. Ich lasse ihn nochmal durchfahren, bis er dann da vorne ist bei dem bei der Schleimfarm. Und dann gucken wir nochmal. So, Leute, jetzt wird's spannend. Er hat sich durchgebohrt, hat ein Weilchen mal wieder gedauert. Obwohl, es ging eigentlich nicht so lange, wie ich gedacht habe. 3 Minuten hing der jetzt da oder so. Das heißt, vielleicht können wir noch zurückfahren lassen. Mal gucken. Also, der Stream dann. Jetzt wird's interesting. Jetzt fährt er hier vorne in die Slimefarm rein. So. Das ist einfach ein Riesentrumm. Hier wird mühselig ausgebaggert und weggebuddelt. Und das Riesengerät macht das einfach so. Ja, jetzt hängt da vorne an Obsidian, glaube ich. Ja, Obsidian dauert auch wieder. Es ist ein absolutes Riesengerät. Weg damit. Ja, der hängt safe unten an Obsidian dran. Ja, darf drüben. Also ich habe hier vorne überall Portraits gemacht, damit das hoffentlich ein bisschen schneller geht, aber... Ja, da unten ist Obsidian irgendwo. Sieht man vielleicht noch gar nicht. Auch das wird wieder ein bisschen dauern. Vielleicht da, ja, genau da ist es doch. Kannst du mal vom Namen sehen. Na, der braucht halt, ne? Unten Mobs und alles. Wir können jetzt gleich mal um die Ecke lunzen. Mal gucken, was da abgeht. Zombie verbrennt unten. Yep. Das ist schon leicht brutal. Der Lavasee. Ja, nee, Obsidian dauert halt. Kannst nichts machen. Dann würde ich aber auch hier wieder einen kleinen Cut setzen, wisst ihr. Ja, eigentlich habe ich gedacht, ich schaue dem entspannt zu, wie er die Slime aushöhlt, aber das dauert wahrscheinlich doch ein bisschen länger als gedacht. Bis gleich, wenn er durch ist oder so. So, Leute, es wird spannend. Achtung, geht alles nach Plan. Zack. Aha. Sehr gut. Er hat nicht alles wegrasiert. Er hat einen kleinen Teil da vorne weggebaut, aber ich glaube, die komplette Anlage steht noch da. So muss das sein. Jetzt fährt er wieder zurück und yep, die ganze, das ist einfach eine Wand. Es ist einfach eine fahrende Wand. Eine fahrende Wand des Todes. So. Ich traue mich gar nicht hier drüber zu gehen, weil nicht, dass der jetzt hier fertig ist. Aber es sieht so aus, als wenn da nicht viel kaputt gegangen ist. Alles nach Plan. Die Streamleute haben schon gesagt hier, nee, der baut hier alles ab und... Oder doch, vielleicht kann ich hier so lange eiern. Der baut hier alles ab und dies, das... Nee, der baut das Ding nicht komplett ab. Der hat hier vorne vielleicht eine Blockreihe rasiert und das war's. Und so wie es aussieht, sieht es noch ganz gut aus. Kanone, Kiste unten, alles noch da. Dann gehen wir mal seitlich hoch, gucken uns das an. Ja, Maschine noch da, komplett. Dreht sich noch, passt. Wunderbar. So, und jetzt fährt er mal die Strecke wieder zurück. Die Ecken nimmt er halt auch nicht so zuverlässig mit, weil er biegt um und dann knickt er einfach direkt ab. Das ist die Sache. Aber jetzt habe ich doch schon mal zumindest hier, ja, ein bisschen was geschafft. So, Bohrer fährt jetzt noch den Restweg zurück. Hat noch ein paar Obsidian zu knacken. Und dann kommt er rüber. Hier noch eine Spinne in der Ecke, wunderbar. Ja, die Lava-Entfernung ist halt jetzt die Sache.
So, dann müsste ich gleich hier vorne auch wieder um die Ecke drehen. Pack ich mal hier oben. Wie es einfach aussieht. Wie es einfach aussieht. Erstmal ein paar Screenshots gemacht, aber im Vollbildmodus, dass ihr mitbekommen habt. Ja, und jetzt kommt er wieder zurück. Und vorne gibt es leider nochmal eine Stelle, also ihr würdet normalerweise ganz normal zurückfahren, aber da vorne gibt es leider nochmal eine Obsidian-Stelle, die neu entstanden ist, nachdem er jetzt durchgefahren ist. Und ja, das dauert wieder ewig. Egal. So viel erstmal zu der Bohrertour. Und ach nee, stopp, wir müssen natürlich jetzt noch, wir müssen nochmal hier unten lang. Hold on. Wir müssen aus Spaß hier nochmal langfliegen, würde ich sagen. Wow, 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 wow. So. Ihr könnt euch noch erinnern, hier vorne an den fetten See mit Lava und allem Möglichen, auch schon so riesiges Ding war. Ich will ja nichts sagen. Aber das hier ist Sparkys Minenschacht. Das ist Sparkys Mineshaft. Ja. Da ist der Bescheid. Legt euch nicht mit Sparky an, weil der buddelt euch alles weg. Der buddelt euch euer Haus weg. Der quarried, also hier könnt ihr es wirklich machen, der quarried euer Grundstück in Minecraft, wenn er euch mit ihm anlegt, bis zum Bedrock runter. Den kompletten Chunk einfach weggequarried. Ja. So. Schade, leider spielt der ein oder andere Spieler nicht mit. Ansonsten könnten wir das mal ausprobieren. Nee, 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 nee. Alles gut, so. Bohr kommt, Bohr steckt da vorne fest. Ich würde sagen, ich leuchte so ein kleines bisschen aus, indem ich hier so einen Hindernislauf mache. Ich muss ja nicht alle Mobs killen. Ich hüpfe einfach drüber, setze die Fackeln so lange, wie er halt da vorne festhängt. Und lasse die Mobs, die spawnen. Das ist die klügere Variante, als hier durchzukloppen. Ja, sehr gut, hört auf mich abzuschießen hier. Hallo Creeper. Gut, auch gut. So. Ja, Bohrer hängt noch. Ja, wir haben viele Diererze und alles übrig. Das wird später mal eingesammelt. Das läuft uns nicht weg. Ich werde hier dann ausfüllen mit Erde oder mit Stein, wie auch immer, die Lavaseen verdrängen. Und dann können wir ganz entspannt hier langlaufen und mal eine Folge lang einfach so sämtliche Erze einsammeln, die wir so liegen haben. Einfach so aus Spaß. Und mal gucken, was übrig bleibt. So. Und übrigens, oh, Leute, ich will gar nicht wissen, wie viele Dias hat er denn eigentlich eingesammelt bei den drei Touren? Wir müssen oben die Dia-Kiste gerade noch gucken gleich. Das wird auch mal interessant. Einfach nur spannend zu wissen, was in der Dierkiste drin ist. So, dann laufen wir ein bisschen schneller hier entlang. Und ich ziehe jetzt meine Kreise. Wie bei Snake.io oder was das war. Nee, Slither.io. Und dann ziehe ich die Kreise enger um die Mobs, bis ich sie alle gefressen habe mit dem Licht. So. Auch gut. Ja, dauert jetzt ein bisschen. Dann würde ich sagen, soweit so gut. Oh, fuckern nicht alle. Hier Leute, mit Blick auf die Folge, wir haben es geschafft, wir haben richtig viel geschafft heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Und dann sorgen wir wohl mal dafür, dass wir die auch die kompletten Lavaseen trockenlegen. Bis dann, lass krachen. Ciao, ciao.